heute auf der Küche und ich zeige euch, wie ich mit meinem Brotbackautomaten Brot backe. Ich bin schon mal gefragt worden, was, du machst Brot selber? Ist überhaupt keine Kunst und ich mache es auch nur mit Fertigbackmischung. Aber es ist wurscht, es schmeckt trotzdem super gut, es ist frisches Brot, es hält viel länger als das, was gekauft wird, zumindest bei uns, wenn es richtig gelagert ist. Und die ganze Wohnung riecht dann so toll nach Brot und deswegen mache ich es gerne. Der Brotbackautomat macht alles für mich, somit muss ich nur die ganzen Zutaten reinschmeißen und dann haben wir es auch schon geschafft. Und das wollte ich euch jetzt mal zeigen. Okay, ich habe hier Brotbackmischung von Schnell und Gut. Kann man das sehen? Ein Sonnenblumenbrot, Sonnenblumenkernbrot. Und ich gebe jetzt 500 Gramm, also die Hälfte vom Teig hinein. Dann eine Prise Salz. Das ist auf einen Kilo dann circa, das ist gut. Und Olivenöl. Vielleicht schaffen wir es noch ein bisschen zu verteilen. Hopp. In dieser Brotbackmischung, deswegen mag ich sie so, sind die Körner schon drinnen. Es gibt aber welche, wo man die Körner selbst dazugeben kann. Da piepst der Automat circa nach einer Dreiviertelstunde. Und sagt, jetzt kannst du mir meine Körnchen dazugeben. So, und dann 320 Milliliter Wasser. Ich habe mir natürlich die Hände gewaschen. Ich lasse es immer so reinrieseln, damit es nicht alles so aufstaubt. So. Gut. Und das war's schon. Tada. Ich mache jetzt den Deckel zu. Es gibt alle möglichen Einstellungen, die ich nehmen kann. Ich nehme jetzt dafür das Vollkorn, das Programm Nummer 3. So, und den Helligkeitsgrad habe ich immer auf Mittel und die Kilogrammanzahl immer auf 1000 Gramm. Es wird einfach fluffiger und fällt nicht in sich zusammen. Und jetzt lasse ich das mal laufen und werde euch nachher zeigen, wie es rausgekommen ist. Hallo, 3 Stunden und 15 Minuten sind um und mein Brot sieht voll super aus. Da ist mein Brot. Ich mache es jetzt mit euch auf gemeinsam und zeige euch, wie ich es herausnehme. Super fluffig. Oh, voll super. Ich stelle euch jetzt kurz mal hin. Ich habe so einen Rost, damit es abkühlen kann. Achtung, heiß. Wow, ein wunderschönes Brot. Das ist das ausgekühlte Brot von heute. Es riecht wundervoll. Es ist irre, wie gut die ganze Wohnung nach dem Brot riecht. Und wir kommen mit diesen circa 4 bis 6 Tage aus. Also zahlt sich auf jeden Fall aus. Nur ganz kurz, wenn jemand sagt, dass das nicht produktiver ist, als frisches Brot zu kaufen. Doch, das finde ich schon. Der Brotbackautomat braucht zwar 3 Stunden 15, aber der hat so wenig Verbrauch, dass es nicht wirklich auffällt und ich mache regelmäßig Brot. Und die Brotbackmischung ohne zusätzliche Körner, also ohne externe Körner dazuzugeben, kostet um die 2 Euro. Das heißt, ich habe ein Brotleib kostet mich 1 Euro.
Und wenn man es regelmäßig macht, kann man auch selber die Dinge zusammenwürfeln, also Mehl, Hefe etc. kann man dann zusammen werfen und kann auch wirklich ganz selbstgebackenes Brot machen. Und ja, das ist unsere Version von Brotbacken. Und falls ihr Infos braucht zu dem Gerät, das ich habe, verlinke ich euch es unten in der Infobox. Und falls ihr irgendwelche Fragen habt, dann schreibt mir einfach einen Kommentar. Ich freue mich. Und ja, lasst mir einen Daumen oben da. Bis nächstes Mal. Tschüss.